gegen John Henderson, ja, dieser 13:12 Thriller und dann 11:8 gegen Michael Smith, spielte da in den letzten 11 Legs einen 103er Average und steht zum 5. Mal in seiner Karriere im Viertelfinale beim World Matchplay. Und beiden Spielern sehr guter Anfang. 125, 101 und 140. Was hat er heute auf der Pfanne, Jeffrey Deswan? Gordon, geht er auch dadurch? Geht der Lauf weiter? Du willst jetzt von mir den Tipp haben, ob er das Spiel gewinnt? Tipp will ich nicht, hab ich. Es ist eigentlich mehr die Frage, kann man diese Spannung so lange halten? Kann man diesen Hype, der um ihn da herrscht, derzeit in Blackpool, so mitnehmen? Oder ist das irgendwann zu viel für so einen jungen Spieler? Also weil wir sagen ja, 90% spielt sie im Kopf ab, der Rest ist mental. Also ich glaube, nach den Auftritten, die er bis jetzt hingelegt hat, kann man davon ausgehen, dass er gegen Dave Chisnell auch in der Lage ist, das Spiel bis zum Schluss auf dem Niveau durchzuziehen. Wir sind gespannt auf die schwarze Cobra. Wenn die zubeißt, in der Natur zumindest, tritt der Tod durch Atemlähmung ein. Bei Dave Chisnell kommt es hoffentlich nicht so weit. Im Gegenteil. Aber die ganze Dartswelt dürfte dann mal kurz den Atem anhalten. Definitiv sollte Jeffrey Deswan hier ins Halbfinale einziehen. Ja, das war schon eine kleine Sensation. Ja. Doppel 16 fürs erste Leg von Chisnell. Sehr souverän, das erste Leg. Mal schauen, wie die Antwort lautet. Auf jeden Fall heute im Viertelfinale wird gespielt Best of 31. Das heißt, wir sehen es oben eingeblendet, First to 16. Man muss 16 Legs gewinnen. Im Achtelfinale waren das noch 11. Das heißt, es wird heute länger. Es ist heiß da oben. Das geht heute durchaus ein bisschen an den Speck. Ja, wahrscheinlich schon. Die Temperaturen auf der Bühne, kann man schon sagen, zwischen 40, 42, 43 Grad ist brutal. Und man muss da schon auch konditionell mittlerweile als Dartspieler gut aufgestellt sein. Schön zu beobachten, Dave Chisnell den obersten Knopf an seinem Shirt auf, was sonst nicht vorkommt. Das spricht für die Temperatur. Und deshalb auch, wir haben es vorhin bei Sascha gehört, Joe Cullen heute noch mit einem kleinen Jog in der Früh. Ja. Gary Anderson wahrscheinlich dann mit der Kanne Kaffee. '76 Rest für Jeffrey Deswan. Chisnell noch weit, weit entfernt. Aber jetzt mit Best of 16 hat man ja doch ein bisschen Zeit auch, ins Spiel zu kommen. Es wird nicht so schnell entschieden sein wie andere Partien, dass er auch überraschenderweise im Achtelfinale zum Teil waren. Ja, ich meine, First to 16 ist schon eine sehr, sehr große Distanz, die man gehen muss. Aber wenn da der Gegner auch mal 6-7 Legs wegzieht, wird es auch ganz, ganz schwer, da wieder ranzukommen. So, Tops fürs erste Leg von Jeffrey Deswan. Auch sehr cool gelöst. Und der Hinweis für Sie, Social Media natürlich alles offen heute, Facebook, Instagram und Twitter und auf Facebook empfehlenswert. Sascha Bandermann hat heute dort in Blackpool schon den Flying Session Man gemacht. Sollten Sie sich mal anschauen, ein höchst unterhaltsames Video, wie immer, von unserem Mann vor Ort, der sich jeden Tag was Neues zum Entertainment einfallen lässt. Und das ist wirklich grandios. Beide Spieler starten im dritten Leg jeweils mit einer 100. 84 jetzt für Dave Chisnell. Eine schöne 174. Und das waren 99. Ersten Legs schon jetzt auf einem sehr guten Niveau. 100. Beide Moment um die 95 im Average. Es läuft alles noch sehr ausgeglichen.
Guter zweiter von Chisnell und perfekter dritter von Chisnell. Sehr, sehr stark. So, und das ist einmal Against the Darts, das erste Break dieser Partie von Jeffrey de Swan. Das ist ein frühes Break und ich bin gespannt, ob er jetzt seinen Anwurf durchbringt und eine 3-1-Führung herausspielt. Der Mann mit dem niedrigsten Rang in der Weltrangliste in diesem Turnier steht immer noch auf 68. Das wird sich definitiv ändern nach diesem Turnier. Ich gehe fest davon aus, weil ein paar Euro hat er, besser gesagt, ein paar Pfund hat er ja schon verdient. Und jetzt haben wir hier zum ersten Mal die schwarze 9 auf gelbem Grund. Auch danach geht es natürlich für dieses Viertelfinale fix für jeden Spieler schon 17.500 Pfund. Langsam fängt es an, sich zu orientieren. Was auffällt, ist, das Swan ist sehr sicher auf die Triple 19. Und das ist auch wichtige Grundlage beim Dart, dass man nicht nur die Triple 20 trifft, sondern. Aber hilft auf jeden Fall aus bei Dave Chisner. Wenn es dann immer nur 180 ist, ja. Beide auf 60 Rest. So, wichtig für Dave Chisnell, hier gleich das Break zurückzuholen. Der ist hoch angesetzt, der muss auf die Tops oben und muss da irgendwie vorbei. Und löst das perfekt. Und jetzt ist alles wieder im Lot und er kann mit eigenem Anwurf 3-2 in die erste Pause. Wundert dich das ein bisschen, was gerade abgeht so unter den Spielern? Wir haben es gehört von Joe Cullen, der gesagt hat, Dave Chisnell ist so gut, weil dem perfekt gelingt, oft den Kopf auszuschalten. So muss man Darts spielen. Peter Wright hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, außer mir sehe ich keine guten Spieler, die mehr in diesem Turnier mit dabei sind. Ich glaube, er hat auch irgendwie Phil Taylor gefordert, dass er wiederkommen soll. Also ich meine, diese Sticheleien, die gibt es ja schon immer oder gab es schon immer unter den Dartspielern. Aber so in dieser Form habe ich es bis jetzt noch nie erlebt. Also, dass man da offen irgendwie den einen diskreditiert und sagt, der ist nicht so intelligent. Oder so. Also, sowas gab es bisher noch nicht. Aber vielleicht gehört es jetzt mittlerweile dazu. Zu lange auf einem Haufen dort im kleinen Blackpool, die Jungs jetzt die ganze Woche. Das kann natürlich gut möglich sein. Dave Chisnell, fantastischer Average. Ja, wer will den nicht, den Nine-Darter? 140. Also die beiden spielen schon auf Augenhöhe. Doppel 12. Ah, stark gespielt von Dave Chisnell. Der führt hier mit 3-2 nach den ersten 5 Legs. Kurze Pause. Dave Chisnell, 111er Average. Jeffrey de Swan 105. Mal schauen, ob sie dieses Niveau auch nach der Pause weiter fortführen können. Wäre natürlich klasse für die Zuschauer. Und natürlich auch für uns. Dave Chisnell ist definitiv das 180-Tier bislang in diesem World Matchplay. Das ist seine Nummer 5. Und auch der Swan zieht nach mit seinem ersten. So kann es bleiben. So. 4 perfekte für Dave Chisnell. Sensationell, diese Averages. Mal kurz hinschauen. Ja. Also das Spiel ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wenn beide so weiterspielen, dann könnte das die beste Partie des bisherigen Turniers sein. 115. Das war. 57. 69.
69 für Chisnell. Geht über Triple 15. 24 Rest. Zum Break. Und die passt, die Doppel-12. Also ist ganz beachtlich. Dave Chisnell ist unglaublich sicher. Sowohl im Score als auch im Finish. Game on. Also es zeichnet sich definitiv hier jetzt schon ab. Liegen lassen muss man in dieser Partie nichts. Darf man nichts. Nein, auf keinen Fall. Also da ist schon eine 100 der schlechtere Wurf. Das ist völlig verrückt. Aber ich glaube, das wird auch über diese Distanz noch mal ein bisschen nach unten gehen. Sollte mich wundern, wenn es jetzt bis zum Ende auf diesem Niveau weiterginge. Sehr stark. Also die hauen sich richtig um die Ohren. Das sind sensationelle Scores, die hier gleich am frühen Abend gespielt werden. Ja, Jeffrey, das Wahn hat natürlich im Kopf, ich will gleich das Rebreak, damit der Abstand nicht so groß wird. Triple 18. Leider nein. 38. Und Jeffrey, das Wahn jetzt zum Rebreak. Doppel 16. Doppel 16. Ohne Nerven, der junge Mann. Ohne Nerven. Nähern sich jetzt auch langsam beide im Average an. 112 De Swan und 113 Chisnell. 60. Das ist mit Sicherheit eine der besseren Partien. Jeffrey de Swaan hat sich ja im Januar über die Qualifying School erst wieder die Karte für die PDC geholt. Ist das dann so ein Aufschwung, den man mitnimmt, oder braucht man so ein Breakout, um irgendwie oben anzukommen, wie er es jetzt hier beim World Matchplay hat? Ja, ich meine, der Gewinn dieser Tourcard zeigt dir ja selbst dann schon als Spieler, Mensch, du kannst es. Und das heißt, du musst dich nicht mehr irgendwie durch die Qualifikation quälen, sondern du bist dann halt dabei im Turnierfeld von Anfang an. Und das gibt dir dann schon die Sicherheit, im Turnier auch anzukommen gleich, ohne immer mit der Angst zu leben, schaffe ich die Qualifikation. Ja. Also schon ein großer Vorteil für die Spieler, die Tourcard zu haben. Für 2 Jahre ist sie dann immer, wenn man ganz die genau einmal holt. Genau. Triple 16 für Doppel 8 und auch das passt. Er ist unglaublich sicher auf die Doppel. Obwohl er diese Geschwindigkeit hat, ja. Dave Chisnell, das ist Nummer 6 in diesem Match. 9. Leg, 680er. 680er haben wir nicht im ganzen Jahr. Das heißt, so langsam muss man auch ein bisschen zusammenrechnen. Dann den Rekord hier beim World Matchplay hält der Adrian Lewis im Jahr 2013. Hat er über das Turnier 56 Mal das Maximum getroffen. Verrückt. In einer Partie steht da der Rekord auch von Adrian Lewis aus demselben Jahr bei 19, damals im Finale gegen Phil Taylor. Und hat er aber leider verloren. Ist auch bitter, 19 mal 180 im Finale und verlierst, ja. So läuft es hin und wieder. So grausam ist das.
oder so abhängig ist man von den Double Outs beim Darts. So glücklich sind die Spieler, dass Phil Taylor nicht mehr dabei ist. 60. Xavier Gore, 157. So, Chisnell, den wird er nicht auschecken. 125. Aber er stellt sich sehr, sehr gut wieder auf Doppel 16, 32 Rest. 59. Xavier Gore, 32. So, Zeit für Dave Chisnell für 32. Und die Doppel 16, gleich der erste passt. Geht wieder in Führung. Und der Hinweis für Sie: morgen 13.55 Uhr Deutschland gegen Norwegen. Das Halbfinale der U19 Frauen-Europameisterschaft. Ach mal, also, eine 180. Das ist echt dizzy, der Chizzy. Ganz große Kunst, die da betrieben wird. Wenn man überlegt, beim World Cup in Frankfurt vor einiger Zeit, da war er völlig neben der Spur und hatte wirkliche Probleme mit auch seinem Wurf. Und jetzt ihn wieder so zu sehen, macht wirklich Spaß. Ach, das ist ganz normal. Formschwankungen macht jeder Spieler irgendwann mal mit. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne keinen, der über seine komplette Karriere konstant gespielt hat. Selbst Phil Taylor nach seinem Wechsel von Unicorn zu Target hatte dieses Down, aus dem er sich rauskämpfen musste. 56. Jeffrey Uriquois, 81. So, 81 zum 5-5. 74. Unglaublich. Und Ausgleich für Jeffrey, das war erneut kleine Pause hier nach 10 Legs, 5-5. Das Class Darts. Perfekt beschrieben für dieses Match. Wir haben hier Averages von 104,7. Jeffrey Deswan von 109,2 bei Dave Chisnell. Und Chisnell mittlerweile mit 7 Maxima. Das heißt, er schraubt sich insgesamt bei diesem Turnier auf 19 mal 180. Keiner hat bislang öfter die perfekten Darts immer in die Triple 20 geworfen. Ja, Dave Chisnell ist ja bekannt dafür, großer Scorer zu sein, gerade wenn es um die 180 geht. 83. Und mal schauen, ich bin wirklich gespannt, ob er das bis zum Schluss so durchziehen kann. Weil manchmal hat er das Problem, man kann es sehr gut sehen, im Wurf dieses Zucken mit der Schulter. Und damit hatte er in den letzten Monaten große Probleme und hat auch aufgrund dieses Problem ist wirklich auch Matches verloren, gerade auch im World Cup mit Rob Cross zusammen. Kann man immer sehr gut beobachten bei ihm. Dieses Zucken von der Schulter und dann geht der Ellbogen nach rechts raus und dann wird es sehr ungenau. Und manchmal, wenn er in diesem Flow drin ist, dann ist es wunderbar, dann schmeißt der 180er am Fließband. Aber wenn das Problem dann wirklich zu groß wird, dann verliert er ganze Matches dadurch. 150. So, mal genau hinschauen auf Dave Chisnell. Jetzt nicht zu sehen, jetzt muss er rechnen. 17 Rest müsste es sein. Single 15, Doppel Bulls und 65, 17 Rest. No score. Hat er sich überworfen. Jeffrey required 53. Und vielleicht die Chance zum Break für Jeffrey Deswan. Auf Tops. Auf Tops. Er lässt kein Leck aus. Wir haben das nach zwei Lecks, glaube ich, schon gesagt. Man darf sich hier keinen Fehler erlauben. Ja. Das war jetzt einer. Where is Phil the Power Taylor? Das fragen wir uns auch. Wo ist Phil Taylor? Not in the house. Aber
die Phil Taylor Trophy, die es ja zum ersten Mal geben wird, die müsste jetzt in diesem Moment von Sascha Bandermann tatsächlich abgeholt worden sein. Also der darf die heute schon mal, ich weiß nicht, ob er sie anfassen darf, aber er darf sie anschauen, Sascha Bandermann. Also das werden wir definitiv noch hier in unserer Abendsendung drin haben. Ich glaube, Sascha Bandermann hat wirklich irgendwie das Goldene losgezogen. Erst die Cinderella-Kutsche, jetzt die Taylor-Trophy. Traumurlaub Blackpool. So, hat er es jetzt? Ja, das ist oft dieses Schulterzucken. Man kann es immer sehr, sehr gut sehen, aber momentan wirft er so lange sogar noch ein Plastiker. Ja. 99. Chisnell schickt sich an, das Rebreak Peters zu machen. Aber nicht ohne Gegenwehr von Jeffrey Deswan. Ja, der muss jetzt gehen. Single 17 für Doppel 20. Unglaublich. Ah, ist das großer Sport, den die beiden hier tatsächlich zelebrieren. Sehr, sehr gut beide. Immer mit dem letzten Dataflow, immer sagenhaft, wirklich sehr, sehr gut. Checkout Percentage bei Dave Chisnell bei 85,7%, auch bei Jeffrey Deswan 60%. So, mit 100 zum Auftakt. Schwerst unzufrieden. Ich finde es toll zu sehen, dass ein 22-jähriger junger Mann in der Lage ist, irgendwie bei so einem großen Turnier auf der Bühne so eine coole Performance abzuliefern auf so einem Level. Soll jedem jungen Spieler Mut machen, auch die Darts in die Hand zu nehmen und zu trainieren. Das wäre doch mal was, wenn wir in Deutschland auch so einen jungen Mann kriegen. Weiter, jetzt mittlerweile identisch vom Harry Chair. Man genieße diese Zahlen, Statistik hin oder her, aber es sieht verdammt gut aus. 6-6 und X, beide 106. Der letzte kommt ihm aus, Dave Chisnell. Das waren. Und wieder ein Break und wieder ein zweiter Finish für Doppel 18. Tödlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Trainingsmatch. Ja? Die spielen da beide so cool und ich habe da noch keine Schwächen irgendwie gesehen. Ja? Unglaublich. 174. Man hat auch irgendwie das Gefühl, das ist kaum noch menschlich, was die da oben spielen. Das ist so perfekt. Jeder, der schon mal ein paar Darts geworfen hat und das auch über einen längeren Zeitraum, weiß, was die zwei Jungs da gerade machen. Und man wünscht sich vielleicht, die Darts selbst nie mehr in die Hand nehmen zu müssen. Aber dann juckt es doch wieder nach einiger Zeit und man packt sie doch wieder aus. Ist natürlich auch ein Ansporn zu sagen, hey, so will ich auch mal spielen. Dazu. Und es geht, oder Gordon, mit viel Training? Ja, sicherlich, klar. Talent, Training und dann sollte sowas auch möglich sein. Wenn man wirklich erkennt, dass man das will, dass das der Job des Lebens ist, dann muss man das tun. Wo geht man denn am besten hin, wenn man mit dem Darts anfangen will? Erstmal Scheibe zu Hause holen vielleicht? Klar. Ja, klar. Dartsport, das ist nicht so teuer, sich das ganze Equipment zum Anfang zuzulegen, aber... Wo geht man denn in den Club, in den Lokalen? Man kann schon für ganz wenig Geld anfangen, selbst da zu spielen. Also da gibt es keine Ausreden. Du kannst heute ein gebrauchtes Board kaufen für 10 Euro und einen Satz Darts für 15 Euro. Dann hast du schon deine Ausrüstung, ein paar Chefs, ein paar Flights, das sind Centbeträge, sage ich. Und dann kannst du zu Hause loslegen, da gibt es keine Entschuldigung, keine Ausrede mehr. Und wenn du dann merkst, dass du gut bist zu Hause, Jeffrey jetzt... Tops Rest für ein 8-6, dann hat er einen kleinen Vorsprung.
Doppel 10. Oh, leider verpasst. Zum ersten Mal ausgelassen. Chisholm aber noch nicht im Finishing-Bereich. Auf jeden Fall, wenn du dann merkst, du bist gut und du triffst einigermaßen die Zahlen, dann heißt es außer Haus. Entweder in einen Pub, wo ein Dartboard hängt, oder halt in Vereinsheim. Gibt es so eine gesammelte Seite in Deutschland, wo man schauen kann? Da ist ein Dartsclub in meiner Nähe, da kann ich mal hinschauen. Also mit einer der bekanntesten Seiten ist www.darten.de, D-A-R-T-N.de. Da findet man so alle News rund um Dart. Und da ist man gut aufgehoben. Jeffrey de Swann zum ersten Mal mit kleinen Wacklern jetzt auf das Doppel. Und die Chance für Chisnall. Der nutzt das aus. Das Rebreak. Aber wer aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt oder aus der Nähe von Frankfurt, der darf natürlich gerne mal ins House of Darts nach Rottgau kommen. 25 Kilometer südöstlich von Frankfurt. Ich freue mich über jedes Talent, was zu Besuch kommt. Ich bekomme es im August. Ich komme vorbei. Da freue ich mich schon sehr. Ausgemacht. Ich weiß, du trainierst. Mehr oder weniger hart. Aber ich persönlich freue mich wirklich für Dave Chisnall, dass er aus diesem wirklichen tiefen Tief wieder rauskam. So, die Jungs auf der Bühne sagen immer, sehr fachkundiges Publikum hier im Blackpool. Stand up if you love the darts bei diesem Spiel. Passender denn je. Also bei dieser Leistung, den die zwei Jungs hier abrufen, könnte man auch das ganze Spiel überstehen. Nächstes Maximum. Diesmal darf wieder Jeffrey de Swann. Und die Chance vor dem dritten Break, also vor der dritten Pause, jetzt in Führung zu gehen für Dave Chisnall. 15 Legs gespielt, beide 105er Average. So, Doppel 18 Dave Chisnall. Zum 8-7. Doppel 9. Auch die verpasst Dave Chisnall. Das ist jetzt, glaube ich, so gefühlt das erste Mal, dass jemand wirklich in so einer Situation vorbeigeworfen hat. Ähnlich. Unglaublich. Und sofort schlägt es dann wieder ein. Er geht in Führung. Jeffrey de Swann. Der Gesichtsausdruck bleibt immer der gleiche. So. Der hat hier heute Banshee über dem Meer im Blackpool gemacht. Unglaubliche Sachen. Hat mir auch noch gesagt, dass er den Basketballautomaten in der Spielhölle hat er auch zerstört. Ein ganz normaler Tag, ganz im, normaler Leben Tag im Leben des Sascha Vandermann. So. So ab Leg 10 sagt man, Leg 10, Leg 11. Also wenn man über die 10, die magische 10 drüber kommt, biegt man auf die Zielgerade ein. Und ich glaube, der Swann hat jetzt Lust, seinen Aufschlag endlich mal nach Hause zu bringen oder seinen Anwurf. Also wirklich alle, die über 30 Jahre Dart spielen, sagen Aufschlag, obwohl man das dann sag Aufschlag. Viele nicht glauben. Mann, was viele vergessen, in den Jahren 85 oder 84 bis 95 hatten wir schon ganz, ganz hervorragende deutsche Dartspieler in diesem Land. Das muss man auch mal erwähnen. Das schon vor Phil Taylor in Deutschland hat auch noch in der Kneipe versteckt. Das ist richtig, aber wir hatten schon richtig gute Jungs. So, Jeffrey de Swann auf Tops zum 9-7. Das ist eine Sicherheit, das ist eine Coolness. Da wird dir hier bei über 35 Grad echt kalt und du fängst zu frösteln an. Ja, das ist richtig. Also ich habe sowas auch selten bis jetzt gesehen, in diesem Alter so abgezockt zu sein. Ich meine, da geht es ja um was, ja? Und wir reden da nicht über 3,50 Euro, sondern da geht es um richtig Geld in diesem Spiel auch. Und das wird Jeffrey de Swann in der Order of Merit nach oben katapultieren.
Wir reden um 30.000 Pfund, die der Halbfinalist sicher hat. Ja, nicht zu verachten. 150. Jeffrey de Swan hat vor kurzem bei Unicorn einen Vertrag unterschrieben, hat jetzt auch einen schönen Ausrüster. Also für ihn läuft momentan alles rund. 131. Und Dave Chisnell schickt sich an, den, ja, den nicht das so abreißen zu lassen, sondern dran zu bleiben. Wäre jetzt ganz wichtig, wenn er das ganz schnell zumacht zum 9-8. Vielleicht kann Jeffrey de Swan noch ein bisschen Druck ausüben. Sieht kann gut er. Aus. 65 Rest. Aber wenn die weiterhin jetzt so checken, wie sie es bisher getan haben, dann sollte da nichts passieren. Und der Gordon verschreit's. Ups, der Gordon verschreit's. Chisnell lässt aus für Tops, für die Doppel-10. Und Jeffrey de Swan holt sich hier noch ein Break. 10-7, große Leistung. Bin sehr begeistert von dem jungen Mann. Und jeder wird jetzt mittlerweile verstehen, dass das Spiel gegen Michael van Gerwen kein Glücksschuss war. Ja? 95. Michael van Gerwen hat er zweimal in diesem Jahr geschlagen. Jeffrey, das war zweimal 100. Bei einem Turnier gleichen Formats. Und genauso cool wie heute. Also der zieht die Nummer durch. Der hat vor großen Namen keine Angst. Spielt sein Spiel runter. Und wenn jetzt alles gut läuft, geht er 11-7 in Führung. Und dann bin ich gespannt, ob die Nerven kommen oder ob er das Ding nach Hause bringt. Genauso cool. Die 16 ist die magische Zahl, die man an Legs erreichen muss, um weiterzukommen. 51. Jeffrey de Swan hat einen großen Vorsprung, was 140er betrifft, da hat er 20, Dave Chisnell 10. Auf die Doppel 8. Und ganz cool zum 11-7. Chisnell 880er, das waren 5, aber doppelt so viele 140er. Und der Average von Jeffrey de Swan, der ist immer noch enorm, enorm auf über 105. Pro Aufnahme und damit macht ihr ihn nicht schlechter. Ich habe selten ein Spiel von einem jungen Spieler gesehen, was auf diesem Niveau stattfindet. 40. Ist im Darts jung gleich jung oder kommt das tatsächlich darauf an, wie lange man schon Darts in den Händen hält, wie lange man spielt? Also ein großes Geheimnis beim Dartspielen oder große Stärke ist natürlich die Erfahrung, die du hast. Nummer 7. Die Erfahrung ist natürlich das große Plus, was die älteren Spieler haben, weil sie schon jede Situation durchlebt haben. Aber was Jeffrey de Swan heute macht, so viel Erfahrung kann er mit 22 noch nicht haben, ja. Aber er hat irgendwie Nerven aus Grubstahl. Er holt sie sich hier. Und wie? 61. So, Dave Chisnell. Dieses Checkout braucht er jetzt eigentlich.
Triple 20. Bekommt er nicht. Bekommt er nicht. Und Jeffrey, das war mit der nächsten Breakchance. Mit der Riesenchance. Da oben ins Rote muss er hinein. Und da geht der dritte und letzte auch hinein. Wow, wow, wow. Das sind jetzt mal 5 Flecks. Und ich... Kann Dave Chisnall wirklich noch mal so eine Aufholjagd starten? 2 Breaks vorne. Jeffrey, das war. Jeffrey, to throw first. Game on. Man sieht sich auch mal Dave Chisnall aus der Nähe an. Schweißperlen auf der Stirn, wischt ab. Jeffrey, das war, als würde er gerade zu spielen anfangen. Ich glaube, Jeffrey Deswan, es ist völlig egal, gegen wen er spielt. Der spielt wirklich im Tunnel sein Spiel. Anscheinend macht ihm die Hitze auch nichts, macht ihm irgendwas aus. Wir werden in den kommenden Tagen auch die größten Sensationen beim World Matchplay nochmal ausgaben. Denn Jeffrey Deswan ist drauf und dran, sich zu einer dieser Sensationen zu machen, hier im Jahr 2018. Also die Nummer 1, die unumstrittene Nummer 1 der Welt, so zu schlagen, wie er es mit Michael van Gerwen gemacht hat, das war schon spektakulär. Dann noch Adrian Lewis in Runde 2 und jetzt... Dave Chisnall. Bespielt er hier einen extrem starken Dave Chisnall. Das ist unglaublich. Nummer 8. Wo ist das nächste Wettbüro? 140. Würdest du jetzt schon auf, also, hättest du vor Lewis auf ihn gesetzt? Also ich... Hättest du vor der Partie auf ihn gesetzt? Und er holt das nächste Leck. So, jetzt bleibt abzuwarten, was Dave Chisnall macht, wie er reagiert. 140. Oder ob Jeffrey Deswan ihm keine Zeit zum Reagieren lässt. Ganz tolles Match. Jeffrey Deswan. In den 2 Partien vorher hat er insgesamt 6 Maxima getroffen. Jetzt sind es 9 an der Zahl in diesem Match. 46. Ich bin wirklich gespannt, ob Jeffrey Deswan, wenn es auf die 16, auf das magische Ende zugeht, aber dann wirklich noch so cool ist wie jetzt. Ja, wie cool war der auch gegen Adrian Lewis. Unglaublich. Mit dem Double-Double-Checkout 94. Oh, auch das war sensationell gespielt. Und da kam ja Adrian Lewis auch noch mal ran hinten raus. Und trotzdem hat er die entscheidenden Darts dann eben gesetzt. Sieht wirklich so aus, als hätte er keine Angst vor Namen. Chisnall für Tops. Sehr schön. Aber es war kein Break. Und das Spiel bleibt bei den wirklich Hochklassen. Aber genauso freuen wir uns natürlich auf die nächste Partie. Gary Anderson gegen Joe Cullen. Mal schauen, ob die zwei Herren das genauso gut können heute. Gary Anderson hat er schon getroffen. Auch Joe Cullen wird dann noch bei Sascha Bandermann im Interview zu sehen und zu hören sein. Der war aber nicht mit Sascha Bandermann schaukeln, oder? Der war ja joggen. Achso. Joe Cullen. 3 Meilen.
Und Gary Anderson läuft am Tag 6 Meilen zur Kaffeemaschine. Ja. Wenn es hilft, ja. Wieso nicht? Ich habe es auch schon mal mit 20 Espresso versucht, aber es klappt nicht. Jetzt bleibt abzuwarten. Jeffrey, das waren die 68 genauso souverän. Checkt. Über Triple 17. In die Doppel 8 erneut. Der erste Rad in die 1. Keine Nerven. Der Rest wie immer gewohnt und sicher. Noch 2x. Beide weiterhin über dem 100er Average. 104,6 bei Jeffrey Deswan, 100,5 bei Dave Chisnell. Checkout-Quote jeweils über 50%. Ja, und das machst du nicht mehr als Kneipenspieler oder nicht mehr als Amateur. Da musst du schon Profi sein. Übrigens, Darren Webster ist selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. An dieser Stelle herzlichen Dank an Petra Reis, die mir gestern Abend geschrieben hat. Liebe Grüße, auch an den Garten. Ja, da ist er mal. 2007 wieder komplett weg vom Darts. Darren Webster hat dann zu arbeiten angefangen. Erst 2012 dann wieder richtig zurückgekommen, aber geht auf Nummer sicher weiterhin. Wäre natürlich jetzt ein Highlight, wenn Jeffrey die 170 zum 15-8 checken würde. Das höchste Checkout, das es gibt. Diesmal nicht. 60. Aber 110 Rest setzt natürlich jetzt Chisnell auch schon wieder ein bisschen unter Druck. So wichtiges letztes Triple von Chisnell. Also ich traue ihm auch die 110 zu. Alles ist dem zuzutrauen. Auf Tops. 2 mm. Der spielt zu schnell für die Regie. Mal gucken, was Dave Chisnell bei 61 macht. Spielt er Single Bull? Nee. Da spielt er Bullseye. Das sind 50 und lässt ihm 11. 3, Doppel 4. Und jetzt Jeffrey, das war mit der nächsten Breakchance auf Tops. Und damit hat er den Türgriff in der Hand und hat die Tür mehr als einen Spalt auf fürs Halbfinale. Und jetzt mit eigenem Anwurf die Chance für den größten Erfolg in seiner Karriere zu sorgen. 96. Jeffrey Deswan, was für eine Maschine hier auf der Bühne. Hat er Chancen, das Turnier zu gewinnen? Das ist die Frage. Ich glaube, er hat sie. 100. Wenn er genauso furchtlos gegen die, den Rest noch spielt, dann wird es schwer, weil er spielt immer noch knapp 104er Average. Ja, vermutlich wird er immer noch irgendwo so unterschätzt und man sagt, ja, der kann das nicht durchhalten. Kann 24 Lecks, knapp 104er Average. 150. Das längste Spiel seiner Karriere wären 26 Lecks, aber es sieht so aus, als würde er die hier nicht brauchen. Jeffrey Deswan. So, Dave Chisnell, damit könnte er sich einen enormen Push nochmal holen, aber auch das gelingt nicht. Die 117, Joe Carl und Peter Wright sind die einzigen, die das bislang im Turnier ausgecheckt haben. 116, Triple 20, Schritt nach links, 56 Rest. Und Chisnell muss jetzt fast. Bullseye.
Bullseye. Und der misslingt für Dave Chisnell. Jeffrey Ricoeur, 56. Und jetzt gleich hat der gute Mann zwei Matchstarts. Und damit Matchstart und der erste Sitz. Die Sensation. Hier geht weiter. Der Run von Despan scheint kein Ende zu nehmen. Der junge Mann aus den Niederlanden